Ach, schaut mal, hier sind die. Da suche ich mir jetzt von jedem eine Farbe aus. Melina, hältst du die so fest, damit ich gucken kann, welche wir schon haben, welche nicht? Mama? Ja. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mich mal wieder vor der Kamera statt hinter der Kamera. Heute gibt es keine Häkelanleitung. Dafür aber fahren wir jetzt gleich zum Action, denn sie haben Wolle im Angebot. Die hatte ich euch schon mal gezeigt. Das ist die ja, solche ganz kleinen, verschiedene Farben in so einer Packung. Die kaufe ich unfassbar gerne. Schaut der aus wie so Wollreste, aber ich finde die total süß. Und wenn ich so kleinere Häkelarbeiten häkel, wie ich oft in letzter Zeit gemacht habe, jetzt auch zum Beispiel für Weihnachten, solche Anhänger für den Tannenbaum, da benutze ich die unfassbar gerne. Ja, am liebsten 100%ige Baumwolle. Ich hoffe, ich kriege da noch welche. Ich hätte tatsächlich von jedem Paket gerne eins gehabt. Und ansonsten gucken wir noch, was sie noch so da haben. Ich zeige euch wieder das ganze Sortiment. Vielleicht gibt es ja wieder neue Sachen. Das wäre ja mega cool. Da würde ich mich auch mega freuen. Ich schaue auf jeden Fall immer wieder rein und drehe dann meistens ein Video dazu. Dann, wenn entweder etwas Neues gibt, das sehe ich dann immer online, oder wenn Wolle, Garn im Wochenangebot ist. Dann nehme ich euch auch mal gerne mit. Das heißt, ich halte euch da immer im Laufenden. Wenn da irgendwas Tolles im Angebot ist, dann bekommt ihr hier von mir Bescheid. Genau, ich filme für euch gleich vor Ort live, damit ihr mitschauen könnt. Ich nehme meine Tochter mit, die Melina, die freut sich total. Und ja, bin gespannt, was wir alles so finden. Filme noch für meinen anderen Kanal mit, für meinen Familienkanal. Wenn ihr da vorbeischauen wollt, könnt ihr das auch tun. Kommt immer entweder am selben Tag online oder im Familienkanal einen Tag später. Da müsst ihr mal gucken. Mein Familienkanal heißt Mary Tuga. Findet ihr aber auch in der Videobeschreibung. Da ist der Link drinnen. Und ja, ich melde mich dann einfach, wenn ich gleich vor Ort bin. Wie geht nicht? Nee, so. Und dann geht der hier raus. Tada! Ja, komm, Schatz. Oh, Moment. Jetzt. Ja, davon können wir zwei mitnehmen. Die sind jetzt viel teurer geworden, habt ihr gesehen. Nehmen wir aber zwei mit. Und das. 3,49 jetzt. Nehmen wir eins mit. Wollte auch mehrere mitnehmen, aber wir vergleichen gleich mal bei DM. Wochenangebote für den Rodrigo. Sollen wir einen mitnehmen? Ja, für den? Ja, der ist süß. Ja. Der ist auch süß. Den großen. Den großen oder beide? Beide. Ich nehme jetzt den einmal mit für meinen Neffen. Und wo ist das Tuch? Ihr wollt noch mitnehmen, das kleine. Und den finde ich jetzt einfach so süß. Dann kriegt er das von uns geschenkt, ne? Okay. Ja? Okay. Ach, schaut mal, hier sind die. Da suche ich mir jetzt von jedem eine Farbe aus. Melina, hältst du die so fest, damit ich gucken kann, welche wir schon haben, welche nicht? Mama? Ja. Bleib hier, sonst kann ich ja nicht sehen. Ne? Hier, 100%ige Baumwolle. Kann alle halten. Ja? Ja, aber so, dass ich die Farben sehe. Gleich weiß ich ja gar nicht mehr, was wir haben oder nicht haben. Haben wir das schon? Nein. Doch, das ist genau das. Melina. Ich weiß nicht, viele verschiedene gibt es. Steht jetzt hier nicht. Zeig mal, was du da hast. Da drunter. Das haben wir noch nicht. Doch, nee. Ah doch, das ist nur andersrum, ne? Ja. Dann haben wir ja alle. Nur drei verschiedene. Ich muss mal kurz selber gucken.
Also tatsächlich nur diese drei. 1,37. Alle drei? Gut. Nur zwei Matt. Was denn? Kann man das aufklappen? Vogelhäuschen, ne? Hier, den haben wir jetzt noch rausgesucht. Für ja knapp 6 Euro. Ab 10 Monate. Hier sind die auch nochmal. Aber ich glaube, mehr verschiedene gibt es nicht. Hier steht noch der Normalpreis. Ja. Und sonst, was gibt es hier Neues? Das sind Knöpfe, Schatz. Oh, die Farbe ist auch schön. Kann die kleben? Ja, zum Beispiel. Kann man auch machen. Mit denen häkle ich tatsächlich auch sehr gerne. Die sind ein bisschen zu dünn. Will das aber auf Kleber kleben. Ja? Auch mega schön. So. Dann gehen wir weiter. Nehmen wir eine mit. Vamos? Schaut mal, jetzt habe ich hier noch welche gefunden. Die sind richtig gut. Für 1,69 je. Zum Verschenken. Wir sind wieder zurück, haben einiges gefunden. Ich habe wieder für meinen Familienkanal, also für meinen, heißt Mary Tuga, mein Kanal so. Da habe ich für euch nochmal alles gezeigt. Also ich habe mehr eingekauft wie nur Wolle. Aber das könnt ihr dann, da könnt ihr rüberschalten, falls ihr da Interesse habt. Ich habe wirklich ganz viele tolle Sachen gekauft. Gab es auch wieder tolle Angebote. Auch so, wie heißt es, von Peppa Pig. Der George, richtig süß. Die kosten, glaube ich, sonst, 8 Euro oder 9. Waren im Angebot für 6 Euro irgendwas. Also so richtig große habe ich jetzt drüben. Dann noch so ein Schmusetuch von George und noch so eine Bahn, so eine Kugelbahn, so eine große Kugel. Ist ab 10 Monate, die ist gerade mal ein Monat alt und ein paar Tage. Zur Weihnachtszeit dann eben 3 Monate, aber... Ja, was soll man denn sonst so ganz kleine Babys kaufen, ne? Dann hat er halt die Plüschtiere und danach, wohl Plüschtiere, kann man damit auch schon was anfangen. Naja, dann wenigstens das Zimmer hübsch machen, so. Dann hat er das für nachher. Auf jeden Fall, ich war total so im Kaufrausch. Ich konnte tatsächlich heute schon, also würde am liebsten so schon für Weihnachten alles einkaufen. Und ich liebe das, ne? Wenn ganz viele Geschenke unterm Tannenbaum sind. Auch wenn keins für mich ist, aber für die Familie, für... meine Kinder, ich beschenke einfach unfassbar liebend gern und ich hätte einfach den ganzen Laden kaufen können. Wolle, genau. Ich dachte, es würde viel mehr verschiedene Farben geben, also verschiedene Päckchen, das waren aber jetzt nur 3. Ich weiß nicht, ich bin aber trotzdem der Meinung, dass es eigentlich noch mehr gibt. Ja, ich habe jetzt von jedem Päckchen 1 mitgenommen, die waren jetzt im Wochenangebot, 1 Euro. Weiß ich gar nicht, habt ihr gesehen, 1,79 Euro oder was? 3 Packungen mitgenommen, ich häkel damit tatsächlich sehr, sehr gerne 100%ige Baumwolle. Und ich habe noch 3 größere mitgenommen, die kosten 1,79 auch, glaube ich, aber eben ein Stück. Häkel damit einfach wirklich unfassbar gerne, vor allem so Amigurumis, ne? Solche nennt man doch so Figürchen, ne? Richtig, richtig cool. Falls ihr da Interesse habt, falls ihr ein Action in der Nähe habt, dann wisst ihr Bescheid. Diese gibt es aktuell im Angebot. Ich weiß, dass nicht jeder ein Action in der Ecke hat, also ums Eck. Und ich kann es ja immer nur wiederholen. Es ist sehr, sehr schade, dass Action keinen Online-Shop hat. Ich glaube, ich hätte auch viel öfters online dann eingekauft, so größere Pakete. Vor allem, wenn es dann so um Häkelsachen geht. Dass ich da dann einfach vielleicht dann auch sogar mehr Auswahl habe. Ja,
trotzdem dennoch tolle Sachen gefunden. Und ich zeige euch halt diese Videos immer wieder sehr gerne, damit ihr auch in meinen Häkelvideos, wenn ihr dann die Wolle seht, den ganzen Garn, damit ihr auch wisst, aha, wo hat die Mary das? Die hat das wieder vom Action. Denn ich habe auch so ein paar Sachen, also ein paar Wolle, Garn vom Teddy, wo 30% waren, da habe ich auch noch was eingekauft. Aber eigentlich hauptsächlich ist fast alles vom Action, meine Häkelnadel, meine Wolle. Ich habe auch schon bei Shein eingekauft, genau, da gab es auch schon mal ein Haul. Da muss ich aber sagen, die Wolle dort, die ist gar nicht günstig, ganz im Gegenteil, die ist sogar sehr teuer. Und da kannst du wirklich nur einkaufen, wenn du da aktiv bist. Das heißt, wenn du da Punkte sammelst, du kannst da Punkte sammeln, indem du jeden Tag einmal dich anmeldest, indem du jeden Tag zwei Bilder hochlädst, also postest von den Sachen, die du da gekauft hast. Wie kann man noch Punkte sammeln? Dann gibt es da manchmal so Spiele, wie jetzt aktuell zur Weihnachtszeit, zur Halloween-Zeit gab es auch welche Spiele, da gab es dann auch halt Punkte, wenn du die Spiele erledigst, also ne, fertig spielst. Was noch? Ja, zu jeder Bestellung, wenn du eine Bestellung machst, dann kriegst du da auch nochmal Punkte. Wenn du dann zu den Produkten eine Bewertung gibst, dann kriegst du auch Punkte. Also einmal für die Bewertung, einmal für die Bilder, die du davon hochlädst. Für alles gibt es dann Punkte. Und mit diesen Punkten, also das ist ungefähr 100 Punkte sind dann ungefähr 1 Euro. Und diese kannst du dann auch dafür verwenden. Und dann gibt es auch immer wieder Rabatte, wo du dann 15%, das sind meistens so 15%, 10%, je nachdem, wie du einkaufst. Wenn du viel einkaufst, dann kannst du auch größere, also 20% oder so haben. Ja, lohnt sich dann erst, finde ich, ne? Weil in diesem einen Haul, ich wollte jetzt gar nicht so viel über Shein reden, aber es geht ja gerade um Material und ich fand die Sachen richtig toll, vor allem die Häkelnadel, das ist diese grüne, die ihr sehr oft in meinem Kanal seht. Ich glaube, die hat 2 mm und die benutze ich so unfassbar gerne. Die hat 1,50 Euro gekostet und ich hatte noch Rabatt plus Punkte. Am Ende habe ich fast gar nichts bezahlt und das lohnt sich natürlich. Hat jetzt die Tage nochmal reingeschaut. Diese gibt es aktuell leider nicht mehr. Genau, aber wenn ich da wieder irgendwelche tolle Angebote sehe, dann werde ich sowas wieder drehen für euch, wieder so ein Video, nehme euch dann da mit, zeige euch das Ganze und ja. Aktuell ist es nämlich auch so, dass die Sachen viel schneller zu Hause sind als vorher, weil die jetzt einen Ablageort hier in Deutschland haben und dann, ich meine, das dauert dann nur noch 5 Tage, genau. Dazu, aber Action, ich bin total gerne bei Action, ich bin jede Woche bei Action, ich sag mal, Action ist mein zweites Zuhause. Ja, hauptsächlich kaufe ich da halt Sachen, die man so immer braucht. Sei es jetzt Papier, Küchenpapier, Feuchttücher, so für Kindersachen. Also Bastelzeug auch ganz, ganz gerne. Und halt auch Wolle, vor allem wenn diese im Angebot sind oder wenn es Neues gibt. Genau. So ihr Lieben, ich wollte das Video jetzt hier auch beenden. Hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und demnächst gibt es wieder eine Häkelanleitung. Und zwar, ich bin schon fertig, ich muss diese nur noch bearbeiten. Die nächste Häkelanleitung, kann ich jetzt schon mal nennen. Das ist eine Weihnachtssocke. Aber so eine Mini, entweder zum Aufhängen, also da habt ihr selber die Wahl. Diese kannst du aufhängen am Tannenbaum. Diese kannst du auf einen Adventskalender nehmen, mit Zahlen 1, 2, 3 und so weiter. Also die kannst du auch ein bisschen größer häkeln, damit da ein bisschen mehr reinpasst. Oder diese auch einfach nur als Deko für den Adventskranz. Also ich glaube, da habt ihr ganz viele tolle Ideen, was man da alles mitmachen kann. Ich hoffe sehr, dass dieses Video euch gefallen hat und vielleicht sehen wir uns ja schon wieder im nächsten Video. Tschüss!